Buddies? Guten Abend, danke. Danke sehr. Nein. Vielen Dank. Begrüßen Sie auch daheim. Danke. Vielleicht sitzen Sie ja jetzt im Schlafzimmer und klatschen, ne? Zu zweit oder zu dritt, man weiß es ja nicht. Ist ja immer wieder spannend, ich sehe ja nicht nur die Gäste nicht, ich sehe ja auch das Publikum nicht. Da wollte ich schon lange mal drüber sprechen. Und diese Spannung in mir, ne? Wie werden die Leute aussehen, wie werden sie gucken, wenn man kommt, gucken sie aufgeweckt oder ne? Sind sie verdrossen, haben sie vielleicht einen schweren Schicksalsschlag heute schon erlitten. Und dann versuche ich so, wenn ich runterkomme, versuche ich so schnell zu taxieren, all diese Menschen, die ich noch nie gesehen habe, und mir einen ersten Eindruck zu machen. Und dieser Eindruck ist heute ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich glaube, das wird ein schöner Abend. Man kann die Wellen, die diese Menschen aussenden, fast greifen. Ich weiß nicht, wie es Günni geht. Hast du das auch so empfunden? Was, die Wellen? Ja. Nee. Dich haben sie aber fein gemacht. Ja, ich bin wieder ein zarter Hinweis auf deinen nächsten Gast. Ja, nimmst du bitte es ist eine Körbchen. Mischung aus Rotkäppchen und Rambo. Ja, so ähnlich. Dein nächster Gast behauptet, die Wieso? Männer sind einfach Jäger und Sammler. Du bist der Sammler, ich der Jäger. Ja, da habe ich auch einen Umschlag. Ach so. Ich dachte, würdest du noch was zu sagen? Ja, aber das hat doch, was heißt mein Gast? Ach, Gudrun Lukas Aden. Männer sind einfach und durchschaubar. Hm? Mehr nicht. Ja. Kommt aber auch nicht, glaube ich. Wo ist sie denn? Ach, da. Da ist sie. Ja. 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 Danke. Hallo, begrüßen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Spricht man das Lukas oder Lukas? Lukas, aber am besten nur Gudrun. Gudrun. Also ich möchte dir das Du anbieten, gut. Da ich älter bin als du und Frau. Das glaube ich ja das nicht. Das, ja, da das wir sind Sie aber kokett. Nee, ich, du. Du, da bist ich, du aber kokett, Gudrun. Nein, Jürgen. Doch, Gudrun. Danke. Und, ja, Lukas Aden, ein normaler Männername, Künstlername. Nein. Männername, Doppelname. Ich möchte sagen, kein normaler. Ich habe ihn schon über 30 Jahre, bin also nicht so eine modische Bindestrich-Tante, sondern... Bist schon mit Doppelname geboren? Nein, ich habe ihn mir bei der Ehe gekauft für 3,50 Mark, weil mein Mädchenname Aden ist und weil ich den wunderbar finde. Und den wollte ich nicht verlieren. Ja, da sage ich, gibt es nicht eine Möglichkeit, den Namen zu behalten? Dann haben sie gesagt, ja, für 3,50 Mark können Sie ihn hinten ranhängen. Habe ich gemacht. Und dann war ich eine Pionierin des Doppelnamens. Und dann kam die Frauenbewegung und dann war das nichts Besonderes mehr. Ach so, dann ja. Hast du die Lawine losgetreten. Ja, 1962. Habe ich geheiratet, bin ich älter als du. Das hast du nicht geschafft. Nun, warte mal, ich habe 66 Abitur gemacht. Ja, siehst du, mit 14 oder wie. Habe ich Abitur gemacht? Nee, geheiratet. Habe ich nicht, nein. Also gut. Ja gut, aber jetzt Männer sind ganz, also ich bin nicht Rotkäppchen, ne, oder Rotkäppchen. Ich habe ein Buch geschrieben. Ja. Sag mir, wie die Männer sind. Protokolle mit Jägern und Sammlern. Und da, jetzt da hatte ich so einen kleinen Vortrag, da steckt hinter, wer kann das besser beantworten als die Männer selbst? Also habe ich die Männer gefragt, weil Frauen ja sonst stundenlang über Männer reden. Lassen oft die Männer nicht zu Wort kommen, wie das, ich jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja. Also jetzt bitte, jetzt darfst du. Bevor wir da einsteigen, nur mal, wie ist es dazu gekommen? Bist du Schriftstellerin, Journalistin oder wie ja, kommt es? Ja, Journalistin, Autorin, habe immer Frauenbücher geschrieben. Frauen kenne ich in- und auswendig, bin selber eine. Dann, so mit 50 Jahren, lernte ich einen Mann kennen, einen neuen, musste feststellen,
habe keine Ahnung von den Männern, die da draußen frei rumlaufen. Ich habe sehr lange fest in einer Beziehung gelebt, also nicht draußen, in einer freien Wildbahn. Und habe gesagt, das ist ja interessant. Du warst die ganzen Jahre treu fest in dieser Beziehung? Ja, also in festen Beziehungen, aber hintereinander. Ach so. Nicht parallel, ja? Ja. Also ist auch ein Unterschied. Und du sagst, das ist ein Buch für Frauen und es ist auch, ja, für Männer interessant. Es ist für Männer sehr interessant und zwar, weil die Männer ihr Geschlecht, also andere Männer, wenig kennen, weil sie nicht mit Männern reden über ihre eigene Gefühlswelt und Herzensdinge. Da wollte ich dich mal fragen, hast du Freunde, mit denen du richtig reden kannst? Nur. Nur, aber was? Über Herzensdinge, und über meine Gefühle. Und wie lange redet ihr zusammen über diese Dinge? Nächtelang. Glaube ich nicht. Das, ja, aber so kann ich nicht arbeiten. Du kommst, du sagst, Männer reden nicht. Und dann fragst du, redest du? Ich sag ja, dann sagst du, glaube ich nicht. Okay, dann muss ich dir das glauben. Wie ich auch alles geglaubt habe, was die Männer mir erzählt haben. Für dieses Buch. Ja. Ich glaube ihnen auch. Und jetzt die Jäger und Sammler. Das ist also der einzig vorhandene Männertyp oder der vorherrschende? Oder? Der frei rumlaufende, sag ich mal. Der sich bewegende, der jagende, der suchende, der sammelnde. Mhm. Der, also Männer, die zu haben sind, ja, und die Frauen lieben, das ist ganz wichtig. Mhm. Unverdrossen und immer wieder, trotz negativer Erfahrungen, erneuert sich die Liebe für die Frau, ja die Bewunderung, würde ich sagen, immer wieder. Aufs Neue. Also diese Männer meine ich, die ungebrochen lieben. Welche Männer hast denn du da befragt? Ist das ein Schnitt quer durch die sozialen Schichtungen? Nein, der Fließbandarbeiter fehlt, der Bauer fehlt auch. Also es sind Handwerker, Techniker, Akademiker, ein Bäcker ist auch dabei, aber der ist dann Designer geworden. Also es ist schon so ein bisschen... es ist nicht hochkarätig, aber es sind auch Männer, die gern geredet haben und die auch von den Frauen geliebt werden, die Erfahrungen haben. Wie hast du die Männer denn gefunden? Bist du auf sie zugegangen? Hast du annonciert? Ja, nein. Autorin sucht, nein. Interviewpartner? Ich habe nicht annonciert. Ich habe erst ein schönes Exposé geschrieben, habe dann selber geguckt, so Antennen ausgefahren an der Peripherie. Und wenn mir irgendwo ein interessanter Typ begegnet ist, ich hatte mein Exposé in der Tasche, gesagt, schauen Sie mal, das habe ich vor. Könnten Sie sich vorstellen, dazu etwas zu sagen oder mir vor allem das zu sagen? Da haben Sie gesagt, ja. Was stand in dem Exposé, was du ja, den Männern gezeigt hast? Ja, das war schon ein bisschen vorgefertigt, dass Männer eigentlich ganz einfach sind, dass sie lieben möchten und geliebt werden, zu Bedingungen, die allerdings die ihren sind, dass sie treu sind, von Herzen treu, nicht unbedingt derselben Frau, dass Treue nicht gleichzusetzen ist mit Monogamie und dass sie wirklich die Frauen bewundern, lieben und dass sie gar nicht verstehen, was die Frauen alles immer verkomplizieren und dass sie auch nicht stundenlang über die Beziehung reden wollen und dass sie einfach mal, dass sie die Frauen eigentlich viel mehr akzeptieren, als die Frauen glauben. Insofern sind sie sehr viel einfacher. Die Frauen können sich eigentlich sehr gut entwickeln. Die Männer sind nicht die Unterdrücker. Wenn es der Frau gut geht, dann lässt der Mann sie wachsen und gedeihen, weil es ihm dann auch gut geht. Und da haben die, so ungefähr, habe ich gesagt, sind meine Thesen, habe keine Ahnung, bin vielleicht Idealistin. Und da haben sie gesagt, toll, weise, richtig weise. Ich gehe jetzt mal hier darf diese... Darf ich meinen Schluck trinken? Ja, natürlich. Dafür du hast Champagner, nehme ich an. Und du? Wasser. Kann auch umgekehrt sein. Recht. Was denkt er, der einfache Jäger und Sammler? Der denkt, die Frau ist toll, die will ich haben. Für mich. Wirklich jetzt erstmal in mein Bett möchte ich sie gerne ziehen oder schleppen oder tragen. Ja? Schleifen. Schleifen. So. Und die Frau, das ist dann der große Irrtum schon, sagt, die wollen ja immer nur das eine. Und das stimmt so nicht. Ich würde sagen, erstmal schon, aber dann kann sich daraus auch Liebe entwickeln. Das ist so mein, ja.
Bei dem Mann ist das Begehren an erster Stelle und das Begehren zündet die Liebe. Bei der Frau, die muss erst lieben und dann kommt das Begehren. Und das ist dann schon im Timing, kann das vorbeigehen. Das ist ja beim Mann der Auftrag der Natur, wie ich in einem meiner Programmpunkte sage. Er ist ja darauf festgelegt, sich so häufig wie möglich im Interesse der Arterhaltung zu reproduzieren. Ja. Kann genau, er ja nichts für. Genau, das ist eben dieses Jägerprinzip. Er ist hinausgegangen, hat seinen Samen übers Land gestreut, zu Hause Kriege geführt, zu Hause hat die Frau das Nest gebaut. Ja. Sie hat zu Hause gesammelt, aber keine Männer, sondern Beeren. Beeren. Und Kleinholz, weil das Große zu schwer war. Da musste der Mann zurückkommen. Aber das stimmt, der ist hinaus in die Welt gezogen. Wie gesagt, 7-jährige Kriege, 30-jährige, was weiß ich, Kapitel für sich. Ja. Aber insofern ist er die treibende Kraft. Siehst du das auch so? Genau so sehe ich das. Genauso. Und ab und zu, wenn er dann seinen Auftrag erfüllt hat, also den Arterhaltungsauftrag, dann treibt es ihn ja wieder zurück aufs Land. Ja, und auch oft zurück. Zur ersten oder zur Urfrau. Ja. Ne? Ja, wem sagst du das? Ja, wieso? Ich weiß es nicht. Ich bin ja wieder zur Urfrau zurück. Schau mal, ja. Siehste, weil sie doch die Beste ist. Bisschen über Land und dann... Ja, und es ist doch schön, die Urfrau hat sich sicher gut entwickelt in deiner Abwesenheit. Ja. Ja. Und deshalb gefällt sie dir jetzt wieder neu. Ja. Und du hast dich vielleicht auch gut entwickelt bei diesem... Ich habe zugenommen, ja. Da hast du aber dich wenig bewegt, oder? Doch, ich bewege mich viel, aber... Aber isst auch gerne. Ja. So, das haben wir. Ja. Jetzt mit der Treue, vielleicht können wir mal auf so eine... Das war auch meine These. Ach so, das wollte ich ja, entschuldige. Es ist ja so, also der Mann, wie wir schon sagten, steht da und guckt und will schleifen. Und sagt, toll, die finde ich toll. Die Frau will reden. Und was macht der Mann natürlich klassisch? Er verschließt ihr den Mund mit seinen Küssen. Das kommt immer gut. Aber da ist das Bedürfnis der Frau zu reden, damit irgendwie nicht zu Ende. Und will der Mann das alles so hören? Nein, das überhaupt nicht. Ne? Aber die Frau, das ist also ein wichtiger Punkt. Hast du das da auch irgendwo? Wichtiger Punkt ist ja die völlig unterschiedliche Partnersuche. Die Frau sucht ja nach dem potenziellen Ernährer der Kinder. Ja. Das heißt, nicht unbedingt nach äußerlichen Aspekten wie der Mann. Beides ist ja sinnvoll in sich. Der Mann sucht nach Gesundheit und Jugend, Schönheit und so weiter. Soll ja für Gesundheit stehen, also jetzt optimale Gene. Und die Frau nimmt ja vielleicht auch den kleinen Hässlichen, wenn er denn auf der Hackordnung oben steht. Ne? Macht ein ist gutes... ja auch für gute Gene. Ja. Und das ist ja der Unterschied. Und das entscheidet sich in den ersten 7 Sekunden eigentlich. Das habe ich auch mal gelesen. Signale der Liebe ist das Buch. Ja, es ist wohl wissenschaftlich nachgewiesen. Und? Sie schaut Nestbau, er schaut... Will ich oder will ich nicht? Mhm. Ne? Ja. Ja. Hat sich das auch bestätigt? Ja, das hat sich auch bestätigt. Und dann werden aber die Männer irgendwie, sie möchten ja nicht vereinnahmt werden. Das ist es ja. Sie möchten zuerst vereinnahmen. Sie möchten vereinnahmen. Sie preschen vor. Sie sind die treibende Kraft. Das ist so, Angriff ist die beste Verteidigung, damit sie nicht vereinnahmt werden. Denn das mag der Mann nicht. Er möchte das irgendwie in der Hand haben. Also, die Beziehung, oder zumindest nicht merken, wie er vereinnahmt wird. Ja. Ja. Ja, aber wenn das passiert, dann grenzt es für ihn an Freiheitsberaubung fast. Ist es ja auch. Nein, die Frau hält ihn doch nicht gefangen. Äpfel und Birnen steht hier. Äpfel und Birnen, ja. Männer und Frauen sind wie Äpfel und Birnen. Sie gehören Kategorie an, nämlich der Menschheit. Und eigentlich sind sie sich sehr ähnlich, schmecken auch beide sehr gut. Formal auch fast gleich und trotzdem Unterschied. Und er wird immer bleiben. Kann sie zusammen kochen und dann steht ein Apfel-Birnenmus und das ist es dann nicht. Die Natur hat ja auch schon Mischformen entwickelt, nicht? Die Naschi, das ist ja diese
Apfelbirne, diese Apfelbirne. Japanische. Schmeckt die? Ja. Ist Ui. Fest. Ist fest. Bleibt auch fest. Ja, nur gut, jetzt nicht jahrelang, aber es ist ja ne, zum baldigen ja, Verzehr. Ja, aber ist es nicht besser, wenn man zwei Sachen hat? Und einmal da rein weiß und einmal da rein? Aber die Natur hat das ja auch so gemacht, ne? Ja. Knaben im Mädchenkörper und umgekehrt. Ja, diese Anteile. Ja. Oder meinst du jetzt die androgynen Geschichten oder ja. die Geschlechts... Die auch. Die auch. Aber es geht ja auch um männliche und weibliche Anteile, ja. die jeder mehr oder weniger hat. Mhm. Ja? Also das meine ich auch mit Mann und Frau. Es gibt durchaus Männer, wo die weiblichen Anteile überwiegen. Ja. Und deshalb sind sie nicht homosexuell, sondern sie sind... Ein anderer Typ. Nein, sie haben aber, das habe ich auch schon hier mehrfach, wir haben ja so ähnliche Themen immer mal wieder, weiblich, es gibt ja die typisch weiblichen Fähigkeiten, also ein größeres Eben. Talent für Sprachen, überhaupt ein größeres Sprachgefühl, Nachteile oder männliche Domänen, räumliches Vorstellungsvermögen, Frauen können ja nicht parken. Und dann gibt es eben... Wenn das Auto klein genug ist, geht es ganz gut. Nein, dann gibt es eben die Frauen, die es sehr wohl können. Das sind dann aber weniger. Und es gibt Männer, die es auch nicht können, wie ich zum Beispiel, der ich in diesem Punkt weiblich bin. Mhm. Vielleicht anderen auch noch. Mhm. Aber was meinen Sie mit tolle Figur? Tolle Figur? Also, dass der Mann wirklich auf die Figur abfährt, auf das Weibliche. Ich würde sagen, auf die Form. Ja. Die Frau als Ausformung ist irgendwie schon mal etwas Tolles. Und jeder Mann oder jeder Junge erfährt das ganz früh. Jeder hat da irgendeine erotische Erinnerung, meist an die Mutter oder an eine Tante. Also es wird ihm auch sehr früh und nachhaltig bewusst, dass er aus der Frau geschlüpft ist, gekommen ist und deshalb möchte er immer wieder dahin zurück. Also er empfindet ja, das weiche, weibliche, also etwas Behagliches, wo man sich eigentlich ganz gut und geborgen fühlen kann. Mhm. Ja, das ist umgekehrt nicht so. Also als Kind, als heranwachsendes Mädchen, den Vater erlebt man einfach vielleicht als einen starken Mann, der einen auf die Schultern hebt, der einen tröstet, der mit einem Dinge macht. Aber nicht so körperlich, das ist nicht. Also da, glaube ich, ist auch ein großer Unterschied. Also deshalb, du meinst, dass das aber dann wichtig ist für das Verständnis der Geschlechter später untereinander? Ja, ja. Das finde ich schon. Also man muss das einfach, die Frauen werten das so ab, wenn sie sagen, ach, der liebt nur meinen Körper. Dann denken viele Männer, was heißt nur? Das ist doch auch sehr schön und ich liebe natürlich liebe ich ihren Körper, aber ich liebe natürlich auch sie. Und dann habe ich einen Mann getroffen, der sagte dann, der ist auch in diesem Buch, der sagt, ich sag das schon gar nicht mehr. Ja, ich sag, ah, du kannst so wunderbar, oder du bist so gut in deinem Beruf, oder du hast so tolle Gedanken. Der sagt, ich traue mich das gar nicht mehr zu sagen, du hast einen tollen Körper. Dann sagt er irgendwas anderes, weil er sagt, das kommt nicht gut an bei Frauen. Ja, und das andere auch nicht, wenn man sagt, ich liebe dich wegen deiner tollen Gedanken. Ja, wie, von meinem Körper sagst du gar nichts. Ja, das ist nun wieder denn eure Gratwanderung. Es ist doch verkehrt, ne? Ja. Und dann kommt natürlich, liebst du mich noch? Ja. Die beliebte Frage, die Männer auch sehr lieben, ja? Ja, sagen sie denn, ja. Und ja, wie sehr? Das kann der Mann nicht. Das muss man einfach genau. wissen. Genau, und da gibt's... Das muss man respektieren, das muss man akzeptieren. Und wenn man diese, jetzt nicht Mann, sondern wenn Frauen diese ganzen Erwartungshaltungen mal ablegen und dieser Sache dem Männlichen gegenüber gelassen bleiben und sagen, der ist so, der ist so gewachsen, der ist so geworden, der ist so angelegt und schauen wir mal. Ich habe da mit meiner Frau, das ist natürlich aus der Scherzliteratur, haben wir so einen Dialog entwickelt, liebst du mich? Ja. Ach, du sagst immer so tolle Sachen. Ja. Ne? Und wenn man das so macht... Ja. Dann, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um dann eben doch einen Dialog in Gang zu bringen. Ja, dann kann man erstmal gemeinsam lachen, das ist da auch wunderbar. Ja, Sex nach Streit, das ist ein Punkt. Also wenn gestritten wird irgendwann, der Mann ist, das macht ihn vielleicht sogar an, oder dann ist der Streit zu Ende, dann geht er gern mit der Frau ins Bett, weil der Streit zu Ende ist, seiner Meinung nach. Für die Frau ist das einfach unmöglich.
weil für sie das natürlich noch nicht zu Ende ist. Nur weil man jetzt mal Luft holt, wenn dann der Mann, das empfindet sie dann so, über sie herfällt und dann ist für ihn alles damit erledigt, das, glaube ich, sind auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Also die Frau kann das eigentlich nicht. Sie kann nicht nach einem Streit eine tolle Sexualität haben. Sie möchte irgendwie, da muss Harmonie aufgebaut werden, Wärme, Zutrauen, vielleicht ein besonderes Klima. Sonst fühlt sie sich irgendwie überrannt oder über... Dann habe ich das instinktiv immer richtig gemacht. Hast eine gute... Ich gehe nach dem Krach in die Kneipe. Das ist gut. Ich baue dort ein Klima der Wärme, Zuneigung um mich herum auf. Und sie kann auch in Ruhe das nochmal durcharbeiten und dann kommst du wieder. Und dann streiten wir in Ruhe weiter. Ja, aber das wäre jetzt allerdings, da wäre ich nun wirklich von dieser These überrascht, dass du sagst, eigentlich ist es falsch, die sexuelle Handlung zu suchen nach dem Streit. Na, das ist nicht falsch, das kannst du ja ruhig weitermachen oder auch in die Kneipe gehen. Aber für die Frauen ist damit nicht das Thema beendet. Ja, das ist irgendwie so ein Einschub. Oh, aber für Frauen ist ein Thema nie beendet. Eben, das meine ich ja. Ja, das meine ich ja. Und Frauen können ja wirklich, du sagst zwar auch, du redest nächtelang mit deinen Freunden über deine Herzensangelegenheiten oder deine Gefühlswelt. Ich habe dir das geglaubt. Ach so. Ja? Ich bin ja, ja, das ist auch ganz gut. Ich meine, die Chance ist immer 50-50. Also kann man einfach glauben, was die Männer sagen. Oder man die sagt, Trefferquote ist eben 50-50. Ja. Und da muss man gar nicht sich die Mühe machen, oh, sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht, sondern man kann immer sagen, ja, ist okay. Und das zeigt sich dann schon. Das ist weise. Das ist wirklich weise. Und es gibt ja auch so, ein Lied, da steht auch so, mach mir was vor, mach's ganz mechanisch. Nur lass mich einmal deine Carmen sein. Es wurde schon in 20er Jahren gesungen. Frauen haben das gesungen. Das heißt, erzähl mir was, ist mir wurscht, aber... Und wenn man zu so einer Haltung zurückfindet als Frau, kann man das irgendwie, kann man ein leichteres Leben haben. Mhm. Muss nicht die Männer analysieren. Das haben ja die Frauen in der Frauenbewegung gemacht. Erst sich analysiert, dann den Mann mit analysiert. Die Frauen sind in eine Therapie gegangen, haben den Mann mitgenommen. Mhm. Also, der ist aber nicht mitgegangen. Ich weiß nicht, ob du in der Therapie warst. Mhm. Da eine deiner Frauen oder Geliebten sind wahrscheinlich noch, ne? Nein. Aber es ist der Mann, der sagt, okay, ich komme mal mit dir, ja, als Beweis, ja, ich bin ja bereit, aber jetzt geh du alleine. Ja. Und das macht dann die Frau. Und dann erzählt sie dem Mann, warum er ist, wie er ist. Und dann sagt der Mann, interessant, was die Frau rausgebracht hat. Und erzählt das der nächsten Frau. Dann sagt die nächste Frau, oh, der Mann hat reflektiert, der hat über sich nachgedacht. Und so entsteht eine Legende dieses neuen Mannes. Ist er gar nicht. Er kann jetzt eigentlich wieder der alte Mann sein. Ist ja gerade. Der Macho ist im Moment wieder im Kommen. Ja, Machismo, das Männliche. Ja, Macho wurde ja auch hier irgendwie abwertend benutzt. Macho war gleichgesetzt mit Unterdrücker. Ja. Und das ist es ja im Ursinne nicht. Also in den lateinamerikanischen Ländern, schau dir Kuba an, da ist Macho, ja, die Frauen sind sowas von stark und lustig. Die sind überhaupt nicht unterdrückt. Die lassen den Männern ihr Spiel, das Macho-Spiel. Mhm. Und spielerisch sollte man miteinander umgehen. Viel mehr. Eifersucht steht hier auch jetzt im Unterschied. Männliche und weibliche Eifersucht? Oder? Ich würde sagen, Eifersucht ist eine Eigenschaft, die wird eifersüchtig sein, wird den Frauen einfach zugeschoben. Frauen sind eifersüchtig. Männer sagen, ich war mal. Darf ich dich fragen, bist du oder warst du? Beides. Beides. Schön. Ich war immer eifersüchtig. Und du bist es auch. Das finde ich schön. Ja. Ja, überwinde das Gefühl nicht. Steh dazu, es kommt auch gut an bei Frauen. Sagen sie, der liebt mich. Ich bin dem nicht egal. Da kannst du dich,
deiner Meinung nach lächerlich machen, macht nichts. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Es gibt immer so Sachen, das gehört sich nicht oder man muss das unterdrücken. Finde ich, muss man gar nicht. Ist auch Millionen Jahre alt. Das sind unsere Gefühle. Wieso müssen wir die irgendwie kaschieren? Ich finde das ganz gut. Also kann man sich so lassen und zueinander finden. Ich kann also weiter sagen, wenn wir auf einem Fest sind. Du kannst eine runterhauen. Runterhauen? Kommt gut. Und es darfst ihr nicht wehtun, aber so als Geste, ne? Gut, es reicht jetzt. Kriegst du denn auch Schlagzeilen wahrscheinlich? Wie du dich da dem Postboten präsentierst, wir gehen jetzt. Kann ich weitermachen? Ja. Gut. Bin ich beruhigt. Du kannst weitermachen, wie du. Gute Zeit für Männer haben wir ja besprochen. Ja, genau, weil die Frauen sich bewegt haben, 20 Jahre lang, und jetzt wieder an ihrem Platz sind. Und ökonomisch, aber unabhängig. Das entlastet ja auch den Mann. Musst ja auch mal so sehen, ne? Ja. Na gut, verdienst eh genug Geld, könntest auch Frauen miternähren. Aber ist wahrscheinlich besser, wenn sie es selber tut. Es ist auch so teuer genug. Was? Die Frau als solche ist eigentlich egal, ob sie verdient oder nicht. Frauen kosten Geld, ja, sagte mir ein Mann. Der sagte es aber ganz freudig entschlossen. Frauen kosten Geld, na selbstverständlich, das ist es mir doch auch wert. Wofür soll ich sonst mein Geld ausgeben? Sagte der Mann. Sagte der Mann. Maserati, Ferrari, wenn keine Frau daneben sitzt, dann sieht es doch krank aus. Dann sagen sie, der braucht so ein Auto, weil er sonst nichts bringt. Nützt nichts. Ja, aber so ist es ja jetzt auch nicht. Wenn ich in meinem offenen Testarossa. Ja. Den Boulevard entlang. Welchen Boulevard? Egal, den in Boulevard. In welcher Stadt? Sagen wir San Remo. Ah, ja, am Meer. Und der Platz neben mir ist frei und ja, ich fahre ihn entlang und mache. Ja. Tür auf, an der roten Ampel. Meinst du? Dann kommen sie rein, laufen einmal durch. Okay, dann machen wir das. Wenn du so ankommst, ja, mit dem Schlüsselwedeln und so, dann kriegst du wirklich die Schlampen. Das hat mir auch einer gesagt. Und dann wird das Klischee bestätigt. Die Frauen wollen nur das Geld und. Ja. Aber wenn du dich so benimmst, dann triffst du auch nur die, die sagen, von dem will ich wirklich nur das Geld. Ja. Also, ja, schlendere in San Remo, iss ein Eis, geh zu Fuß, lächel und dann hast du die klasse Frauen. Hast du sowieso wahrscheinlich. Ich bin ja treu. Ja, ja, von Herzen. Und nicht von Herzen, doch, aber es ist ja. Doch, es ist praktisch, das ist ein, da bist du absolut, bist du wirklich auch ganz in. Die Männer sind treu, auch aus tiefstem Herzen, wobei das eben nicht zu verwechseln ist mit Monogamie. Es ist wirklich so, sie können treu sein, sie können das haben, was sie gefunden haben. Kommt irgendwas quer, ist es durchaus möglich, dass sie einen Seitensprung machen. Ja? Und dann sagen sie ihrer Frau, sollte sie es rausbekommen, es hat nichts mit dir zu tun, es hat absolut nichts mit dir zu tun. Das stimmt, das muss die Frau glauben, weil es so ist, haben mir die Männer erzählt. Ja, natürlich. Das ist so, ja, ne? Ja, es ist ja auch lächerlich, warum soll ein Seitensprung etwas mit der Partnerin zu tun haben? Ja. Sie ist ja nicht der Auslöser. Ich gehe ja nicht aus dem Hause, sag du mit so, blöde mit so einem Aufreißwunsch. Gehe ich mal erstmal fremdvögeln, das mache ich ja nicht. Zum irrigierten Aufreißwunsch gehst du nicht los. Ich bin ja, wenn es überhaupt früher jetzt vor Jahren mal mir passiert ist, dann bin ich ja auch meist Opfer gewesen. Oh, haben sie dich betrunken gemacht? Noch? Betrunken gemacht? Ja. Und dann haben das die und Männer dir noch nicht tief in die Augen geguckt und dann gesagt, ich finde sie ganz toll. Ist vorgekommen. Gelogen haben sie, ja. Gibt es vielleicht irgendein Zitat, mit dem wir schließen können, was uns, ja, die erste, was uns den Schlaf nimmt? Nee, ich finde das Ganze ist das erste Gespräch schon. Das ist überschrieben, je besser ein Mann hübsche Dinge wohl verpackt formulieren kann, desto mehr kommt er bei Frauen an,
Also färbe ich meine Worte schön. Ich färbe meine Worte schön. Weil, du weißt, der Mann geht mir übers Auge auf die Frau. Die Frau hört mehr, hört gern schöne Worte. Ja. Färbe deine Worte schön und du wirst kriegen, was du möchtest. Wie lange, weiß man nicht. Wunderschön. Gut, und ich danke dir. Jürgen, einen guten Abend. Wir sehen uns gleich. Ja? Okay. Günni weiß mehr und hat bereits eine kleine Hinweis. Ja, führt er uns ins Ausland? Ne. Achso, ich dachte mal. Ne, hier in Richtung Klobrille. Ne, Klo an sich. Klo an sich. Es geht um das Verhalten des Menschen auf dem Klo. Was machst du denn so? Am Klo. So außer drücken jetzt. Klein, klein oder groß, wenn groß, du mich schon groß. So intim fragst. Groß, klein dauert ja nicht so lange. Doch, bei mir. Hast du mit der Prostata? Nein, gar nicht. Ach so. Aber ich gehe nur, wenn es sich lohnt. Gehst du so 8-mal die Nacht? Nee. Nachts überhaupt nicht. Weil so, nein? Nee. Nie. Du machst... Außer ich bin noch nicht im Bett. Dann du machst... Ich wach abends, ne, noch alles leer. Und schön. Mhm. Ja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nicht. Gib mir doch diesen Umschlag. Ja, gut. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ja, da kann man ja gespannt sein. Mhm. Ach so. Andrea Höhn, die singende Klofrau. Jo. Wo ist sie denn? Da oben. Guten Abend. Also, guten Abend. Bitte nehmen Sie Platz. Was heißt singende Klofrau? Sind Sie Klofrau? Nein. Aha. Nicht. Und Sie singen auch nicht? Doch, ich singe. Und wieso steht da singende Klofrau? Weil ich das Klofrauendasein mir als eine Art Nebentätigkeit erarbeitet habe. Ja. Das Singen auch. Und ganz eigentlich studiere ich Theologie. Protestantische. Schön. Hm? Und haben Sie damit Ihr Studium finanziert? Zum Teil, ja. Hm. Wo war das? In Leipzig. Dann auch mal in Bayern war ich mal kurz. Also studieren tue ich in Leipzig. In Bayern hatte ich auch mal ein Gastspiel. In Berlin hatte ich ein Gastspiel. Auf als, Messen. Als Klofrau? Ja, Gastspiel. Als singende Klofrau. Dann geht's an Filmen. Gut, dann gucken wir uns den erstmal an, den Film. Und wer uns, und wenn ich das Herz einmal bricht, und wenn ich, vor der freilich, Mensch, also. Wenn Sie eine machen, was so, fein, ja, danke. Hm. Ein junger Mann ist nicht, aber nicht rein, sondern erst, wenn das Geld hier angelangt ist. Ne? Und wenn ich, ne, das ist schon immer so. Ne, erst die Leistung, dann das Geld. Ne, ich sage Ihnen. Damit kommen Sie auf Dauer aber nicht durch, Bürgerin. Ne, der bleibt aber lange. Das muss gleich mal kontrolliert werden. Wie lange macht denn der? Auf Wiedersehen, sind Sie endlich fertig? Ja. Das ist schön. Tschüss. So, das kommt fast fertig, meine Dame. Ja, ja. Oh, na, gehen Sie mal fix. Gehen Sie mal fix weiter. Junger Mann, Sie warten wohl noch. Soll ich Ihnen noch ein Lied vorsingen? Hä? Na, mach ich doch. Mach ich nur ein bisschen Tara lernen dann. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Du doch, mein Herr. 50 Pfennig. Kostet das Spaß. Die Toilette ist dann dort. Hier ist auch wieso ein bisschen Geld einstecken. Gleich in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen. Ich lüge auch und bin da. Ihre Zara ist aber vom Allerfeinsten. Ja, das freut mich. Das ist absolut. Ja, da trinke ich mal einen drauf. Ja, Prost. Hm. Habe ich das richtig gesehen? Machen Sie da Vorauskasse? Ja, ist sicherer.
Das ist aber so raue Sitten, ne? Sie sind ja, gehören ja, ja doch zu, eher zu den Energischen im Lande, ne? Oder das war das für, den, so aus, ja, für den Film ein bisschen... Nee, nee, das ist noch brav eigentlich, ja. Also das heißt, Sie schreien da auch schon mal richtig, ja, rum mit, ja, denen? Ja, ja, ich bin auch schon hinterher, ich habe einmal auch wieder dann zurückgeholt, der war ganz frech. Ja. Ich sag, so geht das nicht. Und der hat dann auch bezahlt. Ist das eigentlich Pflicht? Nein, ne? Man, nein, ist es nicht. Man, auch wenn es da steht, das ist, glaube ich, nicht rechtens. Ne? Grundsätzlich hat der Gastronom nicht das Recht, nein, Geld hat er zu eigentlich erheben. Nicht. Er kann verpachten. Es ist also eine Kannbestimmung, würde ich sagen. Es, ja, gab auch schon Leute, die mich darüber aufgeklärt haben. Ein Herr zum Beispiel, dass ihm der da nichts für zusteht. Einen längeren Vortrag gehalten hat. Hat also, der war auch so böse. Der hat mich regelrecht beleidigt, der gute Mann. Ne? Als ich dann aber auch entschuldigt, und als ich gesungen hatte. Hier steht Charakteristika einer Klofrau. Was soll mir das sagen? Ja, das läuft darauf hinaus, dass es also bestimmte Eigenschaften gibt, bestimmte Persönlichkeitsstrukturen. Es ist eben, es gilt als relativ derb, auch sehr pingelig zuweilen. Ne? Sie guckt überall zu, sie möchte es genau wissen, macht mir keine was dreckig oder so. Und diese Geschichten treffen sich interessanterweise, und da komme ich vielleicht dann auch so in den Punkt, es hat auch ein bisschen was Seelsorgerisches eigentlich. Ne? Die, ja, Leute offenbaren sich einem dann komischerweise, wahrscheinlich, weil es eine gewisse mütterliche Ausstrahlung hat, ich weiß es nicht genau. Es hat so ein gewisses, schon fast was quasi Religiöses ein bisschen zuweilen auch. Also sagen, ja, wir mal so, es ist ja nicht so, dass Sie jetzt, Sie wählen ja den raueren Weg. Ja, ne? Aber der ist mir auch bekannt. Ich kenne den auch so von anderen Klofrauen. Inzwischen sind sie alle sehr nett. Aber so, zu Ostzeiten, will ich mal sagen, da waren sie doch recht rau auf den Bahnhöfen. Richtig derbe, ältere Frauen, die dann eben wirklich geklappert haben und sagten, so geht es nicht. Sind auch manchmal schon hinterher, haben Klo und geöffnet und gesagt, so nicht, sie bezahlen erst. Ich habe das auch schon beobachtet früher schon, ja. Also das mit der Vorauskasse ist mir richtig neu. Nicht neu ist mir die Verbindung dieses Jobs mit dem Künstlerischen. Denn wir hatten schon einmal eine Klofrau, die war Komparsin, hatte in sehr vielen Filmen, war auch ganz toll. Und haben Sie da auch Kolleginnen, oder sind es eigentlich immer Frauen? Nein, doch Klo-Männer. Es gibt doch Männer. Ich habe ja angefangen mit einem jungen Mann auch. Und wie ist das mit dem Singen gekommen? Das habe ich schon länger gemacht. Also ich mache zuweilen dann auch eben im Abendkleid diese Zara Leander-Geschichte oder Jazz-Standards, solche Geschichten auch. Wie, mit Pianist. Sie sitzen noch nicht im Abendkleid auf dem Klo? Nein, da? Nicht auf dem Klo, auf der Bühne dann. Wollte gerade sagen, ja. Sie treten auf. Mit, ja. Was haben Sie denn noch im Repertoire außer Zara Leander? Billie Holiday singe ich noch. Oh, das ist ja, das ist ja schon richtig dann anspruchsvolles Repertoire. Ja, das mache ich dann so als Gegenstück zu dem Ganzen. Ja, auf dem Klo zum Beispiel. Sie könnten ja auch Sachen von Alexandra Selig sicher gut singen, ne? Möglich, ja. Wie viele Stücke umfasst Ihr Programm? Och, ich überlege gerade. Nein, das sind verschiedene Sachen. Das sind einmal Zara Leander-Programm, könnte ich so auf eine knappe Stunde bringen. Und die anderen Sachen im Prinzip dann auch. Also man muss es natürlich sich, ich trenne das dann auch. Ich mache nicht alles zusammen, ich mache dann die eine Sorte Schlager von mir aus, die deutschen Schlager nur für sich und das Englische nur für sich. Also auf dem Klo kommt Zara Leander am besten. Das habe ich schon herausgearbeitet. Ja? Was war denn auf dem Klo das Längste, was Sie am Stück mit Zugaben genötigt wurden zu singen? 4 Stunden. Am Stück? Naja, mit den Einlagen, mit diesen Geschichten, die dazwischen laufen. Aber dann bin ich 4 Stunden wirklich am Ball. Ohne Pause. Zwischenzeitlich mache ich natürlich eine Singpause, sozusagen. Ne? Ich muss mich ja auch um andere Sachen kümmern. Klar. Und auch mal selbst aufs Klo gehen. Was war Ihre Rekordeinnahme? Denn? 800 Mark. Bei einer Messe. Mit Garage, muss ich sagen. Ach so. Also das Singen, nehme ich an, wird da auch sicher nochmal extra dann oft honoriert von Gästen. Tut's. Hier steht Frauchenrolle. Haben wir das nein, eigentlich nicht. Also nur ganz vage. Es geht darum, dass sich Männer und Frauen verschieden verhalten, wenn die auf die Toilette gehen. Also Männer sind interessanterweise zugänglicher. Das ist mir aufgefallen. In welcher Beziehung? Ja, Männer lassen sich schneller drauf ein. Sie bezahlen schneller, sie stellen sich auch mal dazu, erzählen. Frauen machen das gar nicht. Frauen schauen mich an, schon ein bisschen zweifelnd, was macht die da? Und sie wollen dann auch in der Regel noch weniger bezahlen als die Männer, aber ich lasse dann in seltensten Fällen, lasse ich sie dann so durchgehen zunächst. Es ist dann aber doch so, ich lasse schneller locker bei den Frauen. Die sind irgendwie dann griesgrämiger, habe ich den Eindruck. Vielleicht liegt es daran, dass sie
in ihrer Intimsphäre anders behandelt werden wollen als Männer, die vielleicht dann mit einem Kumpel aufs Klo gehen. Ich weiß es nicht. Also es, die Beobachtung habe ich aber gemacht. Quickie steht hier. Ja, das war bei einem, ich möchte sagen, Gastspiel in Passau, im tiefen katholischen Passau. Dort, ja, da hatte ich dann eben auch diese Rolle zu spielen. Und da gab es ein junges Paar, ein junges Glück, das sozusagen seinen Bedürfnissen nachkommen wollte, zusammen auf der Damentoilette. Und ich habe das erstmal versucht zu unterbinden, ziemlich vehement, aber sie haben es geschafft. Sie sind dann doch zusammen dann da rein geflüchtet in diese Toilette und ich habe gesagt, gut, aber ich habe nichts gesehen. Nein, natürlich nicht. Ja, aber auch nichts gehört. Ach so, Sie haben gesagt, ich habe... Ja. Wieso, wie haben Sie das versucht zu unterbinden? Naja, ziemlich vehement. Das gibt es bei mir nicht, habe ich gesagt. Solche Unzucht. Ich habe versucht, denen eine Grenze zu setzen. Die haben die sozusagen, ja, sie haben die eigentlich übersprungen und das ist in Ordnung. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, wenn man denen erstmal sagt, so nicht. Und dann sieht man ja, wie groß die Liebe war. Boah, die war sie offenbar das, sehr groß. Wie haben Sie das denn überhaupt gemerkt? Sind naja, die sind schon umschlungen und jetzt gehen wir da runter. Und die sind dann auch rein, ich bin ja dann hinterher, ne? Ja. Ja. Was ist denn formal, juristisch überhaupt Ihre Handhabe bei der Unterbindung dieses Verkehrs? Keine. Höchstens, dass der Herr nicht auf die Damentoilette soll. Ja, nee, aber das im Endeffekt hat sich das erledigt. Ich habe es einfach nur in den Raum gestellt, im Endeffekt ziemlich vehement. Und Sie haben sich darüber hinweggesetzt, was auch in Ordnung ist. Sie haben sich durchgesetzt. In netter Form? Ja. Nee, die waren auch ziemlich verschärft drauf. Die zwei, ja, ja, das kann man so sagen. Die haben dann die Tür zugehalten und alles Mögliche. Dabei? Ja, ja, sie haben zugeschlossen und haben dann noch irgendwie verriegelt und nochmal irgendwie, hatten so einen Besenstiel. Und dann hat es aber geklappt? Offenbar, ja. Die waren kamen glücklich wieder. Haben die Trinkgeld gegeben? Ja, doch, 5 Mark haben sie mir hingelegt. Ja. War da auch ein Kondomautomat, den die vorher in Anspruch genommen haben? Ja. Der ist da. Dann kann man ja beruhigt sein. Haben wir denn noch irgendetwas? Jetzt, Sanitär, Seelsorge, ist ein schönes Wort, aber das haben wir ja angesprochen. Ja. Ne? Werden Sie das denn, wenn Sie, ich nehme an, Sie wollen ja mal Pastorin werden? Dies ist möglich, ja. Ich halte das relativ offen, ehrlich gesagt, noch. Ja, ich versuche es ja irgendwie zu mischen alles. Ne? Ich wollte fragen, ob Sie sich vorstellen können, wenn Sie dann mal so richtig gesettelt sind in diesem Beruf, ob Sie dann doch nicht ab und zu noch mal als Klofrau tätig werden. Das ist durchaus vorstellbar. Hm? Es ist reizvoll. Ja, ja, unbedingt. Ja, aber die Singerei, die wird uns ja erhalten bleiben. Ja, unbedingt, das wird sie wohl. Also ich habe ja im Prinzip vor 2 Jahren angefangen, das auf der Bühne zu machen und baue das jetzt noch aus. Insofern wird sich das hoffentlich noch vermehren. Sollten da mal Platten ins Haus stehen? Wird sich erweisen. Lassen Sie uns das wissen. Ja. Hat mich sehr gefreut, Andrea. Tschüss, gut. Bis nachher. Vielen Tschüss. Dank. Ja. Ja, das war's. Ich hoffe, hat Ihnen gefallen, würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was ist. Tschüss und guten Abend.